So, und jetzt ist original Schwäbisch gefragt, denn wir treffen hier gleich der Korrespondent vom Fokus, der ist auch Schwabe. Und dann gucken wir uns mal schön. Guten Abend, Herr Weber. Grüß Hallo, Gott. Grüß Gott. Ist wunderschön, Schwabe zu treffen. Ja. Seit wann wohnen Sie jetzt schon hier? Seit 1997. Nee, Quatsch. Seit. Doch, 1997. 12 Jahre. Ich glaube selber nicht. Haben Sie bestimmt schon einiges hier gesehen, würde ich sagen. Gehen wir mal los. An dem Abend gingen wir auf eine ganz eigene Tour durch Paris. Wir suchen den einzigen deutschen Lebensmittelladen in Frankreich. Das ist halt nicht so, als hätte mit Bäckerei in Hadehofen suchen. Also du so davor, dann links und dann wieder rechts. Auf dem Weg sagt uns der Weber, was für die wichtigsten Unterschiede zwischen Paris und dem Ländle sind. Was mit Rote Ampel tut zum Beispiel. Das Schlimmste ist, wenn man mit Kindern in Freiburg, was nicht Schwaben ist, aber oder in Stuttgart, über die rote Ampel läuft. Ja. Da wird man angeguckt wie ein Massenmörder. Ja, Kindern Vorbild sein, oder? Ja. Aber haben wir jetzt den Unterschied zwischen vernunftbegabten Wesen, die über die Ampel gehen, wenn gerade kein Auto kommt, und von der Gesellschaft, die meint, die rote Ampel ist genauso heilig wie die Kehrwoche. In der Markthalle sehen wir schon vertraute Schildler. Da vorne sieht man schon. Jägermeister. Ich liebe Deutschland, ich liebe Wurst, den Kuchen und so weiter. Und meine Frau ist deutsch. Philipp Mem, der Besitzer, zeigt uns stolz sein, weil. Aha, das ist doch eine reichhaltige Auswahl. C'est un vin de Frühling, c'est frais, c'est pas comme Spätburgunder ou autre, c'est Trollinger. Et en plus, celui-ci, il y a un autre cépage. 33 Euro lässt der Weber da liegen. Aber der Einkauf ist eh immer so schwer. Es braucht halt doch auch jeder Erinnerungen an seine Heimat.